Liebe Gemeinde, liebe Freundinnen und Freunde der Altstadtgemeinde, ich darf Sie recht herzlich als meiner Funktion als Finanzkirchmeister zu diesem besonderen Gottesdienst im Namen des ganzen Presbyteriums begrüßen. Dieser Gottesdienst steht unter dem Thema Schöpfung. Das Thema Schöpfung ist zeitlos, aktueller denn je und wichtig, wie man auch in ihrem zahlreichen Erscheinen sehen kann. Das Thema Schöpfung kann mit vielen Aspekten in Verbindung gebracht werden. Umwelt, Nachhaltigkeit, Energiewende, aber auch Krieg. Ich bin sicher, dass in den kommenden Wortbeiträgen viele Aspekte davon aufgegriffen werden. Ganz herzlich darf ich an dieser Stelle unsere erste Bürgermeisterin begrüßen der Stadt Essen, Julia Jakob. Sie wird gleich ein Grußwort zu uns sprechen. Ganz herzlich heiße ich auch Marion Greve, unsere Superintendentin, willkommen. Auch sie wird gleich im Anschluss das Wort an uns richten. Der heutige Festgottesdienst ist der Auftakt zu einer ganzen Themenreihe zum Titel »Gleich öffnet sich der Erde Schoß, die Schöpfung, was wird?«, welche von der Altstadtgemeinde zusammen mit dem Forum Kreuzeskirche organisiert wird. Daher darf ich auch ganz besonders den Vorsitzenden des Forums Kreuzeskirche begrüßen, Professor Dr. Scheidt, der später auch noch das Wort an uns richten wird. Für die musikalische Gestaltung des Gottesdienstes danke ich jetzt schon unserer Kantorei unter der Leitung von Anni von Oppenkowski ganz herzlich. Für die Gottesdienstgestaltung generell möchte ich mich an dieser Stelle ganz herzlich bei Pfarrerin Barbara Montag bedanken, die gleich im Anschluss nach mir auch noch eine ganz wichtige Person in diesem Gottesdienst vorstellen wird. Zuvor möchte ich aber noch Sie alle, Sie haben es ja schon gesehen, da rechts bzw. links am Ausgang nach dem Gottesdienst wäre es sehr schön, wenn wir noch gemeinsam ein Getränk nehmen können und zusammen essen können und so diesen besonderen Gottesdienst noch schön ausklingen lassen können. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie dazu dann auch noch bleiben. Und noch ein technischer Hinweis. Sie sehen ja hier, die Kameras laufen schon. Der Gottesdienst wird aufgezeichnet. Daher bitte unbedingt die Handys während der ganzen Zeit ausgeschaltet lassen. Dankeschön. Liebe Festgemeinde, auch ein herzliches Willkommen von meiner Seite und grüß Gott zu diesem schönen Sonntagmorgen. Wir haben das große Glück, dass wir heute zu diesem Gottesdienst als Festpredigerin die Bischöfin Professorin Beate Hoffmann gewinnen konnten. Beate Hoffmann ist seit 2019 als erste Frau gewählt als Bischöfin in der evangelischen Landeskirche Kurhessen-Waldeck. Liebe Beate, du bist heute Morgen angereist, von Kassel hierher gedüst. Du warst schneller da als erwartet und konntest vielleicht schon in aller Ruhe hier auch die Kreuzeskirche auf dich wirken lassen. Wir freuen uns sehr, dass du das Thema Schöpfung aus deiner Sicht für uns hier auslegst. Du hast schon angekündigt, im Spannungsfeld eines alttestamentlichen Textes und eines neutestamentliches, nämlich Psalm 8 und Römer 8, also nicht die Schöpfungsgeschichte im ersten Buch Mose. Dazu sind Sie alle herzlich eingeladen, das theologisch mal auf sich wirken zu lassen und vielleicht auch mit dem ein oder anderen Impuls versehen in Ihr weiteres Leben gehen. Dazu wünsche ich uns allen viel Vergnügen und Gottes Segen. Sehr geehrte Frau Superintendentin, Frau Pfarrerin, Frau Bischöfin, Herr Helms, Herr Scheidt, Herr von Oppenkowski, meine Damen und Herren, herzlichen Dank, dass ich heute bei Ihnen sein darf, um hier ein Grußwort sprechen zu können. Die Schöpfung als Jahreslosung ist beinahe zeitlos, denn die Schöpfungsgeschichte ist so alt wie das Christentum selbst.
Daher mag das Thema auf den ersten Blick recht kirchlich erscheinen. Es ist aber für uns alle von großer Bedeutung. Diesen Umstand zu vermitteln, ist die Aufgabe aller Christinnen und Christen. Denn aus dem Schöpfungsglauben resultiert beispielsweise, dass Gott alle Menschen gleich geschaffen hat. Auch deshalb gehören Frieden, Gerechtigkeit und die Bewahrung der Schöpfung untrennbar zusammen. Den Angriffskrieg, den Russland seit rund 4 Wochen gegen ein demokratisches und europäisches Land führt und dabei Not und Leid über viele Menschen bringt, zeigt uns, dass der russischen Führung dieser Schöpfungsgedanke abhanden gekommen ist. An dieser Stelle sind meine Gedanken bei allen Ukrainerinnen und Ukrainern, die am Glauben von Freiheit und Gleichheit festhalten und dafür hohe Opfer bringen. Durchaus provokant will ich anfügen, dass es daher zur Bewahrung der Schöpfung gehört, Aggressionen mit mehr als Gebeten und Kerzen die Stirn zu bieten, wenn es um Frieden und Gerechtigkeit geht. Aber auch die Umweltzerstörung ist ein Schöpfungsthema. Wenn es heißt, dass der Mensch sich die Erde untertan machen soll, bedeutet das nicht, dass er einen Freibrief hat, diese zu zerstören. Denn letztlich entzieht der Mensch sich selbst den Zugang zu lebenswichtigen Ressourcen. Wer also für Frieden, Gerechtigkeit und für den Erhalt der Umwelt eintritt, setzt sich damit auch für die Bewahrung der Schöpfung ein, handelt also in bestem christlichem Sinne. Insofern ist das Jahresmotto klug gewählt, denn es passt auch heute zu den aktuellen Ereignissen und zeigt die Aktualität des Christentums. Deshalb freue ich mich, dass sich die Evangelische Kirchengemeinde Essen-Altstadt und das Forum Kreuzeskirche Essen mit diesen essentiellen Herausforderungen beschäftigt. Sie werden dieses Thema sowohl theologisch als auch wissenschaftlich, musikalisch und gesellschaftlich beleuchten. Als Bürgermeisterin der Stadt Essen freue ich mich, dass sich die Gemeinde mit den lokalen Herausforderungen der Stadt Essen auseinandersetzt. Auf den Diskussionsabenden stehen dabei die sehr praktischen Aspekte nach mehr Nachhaltigkeit in Mobilität, Ernährung und Stadtentwicklung in Essen im Fokus. Das Thema Nachhaltigkeit beschäftigt die Stadt Essen ebenfalls in vielen Bereichen. Beim Aufbau einer Infrastruktur für die Nutzung von umweltschonenden Verkehrsmitteln, bei der energetischen Sanierung von Gebäuden oder auch im allgemeinen Betriebsablauf in der Stadtverwaltung und bei den Tochterunternehmen. An dieser Stelle danke ich der Evangelischen Kirchengemeinde und dem Forum Kreuzeskirche für ihr großes Engagement. Der Evangelischen Akademie im Rheinland, dem Kulturwissenschaftlichen Institut Essen, der Initiative für Nachhaltigkeit Essen und dem Förderer Herrn Wiesemann danke ich ebenfalls für die Unterstützung der Gemeinde bei der Umsetzung ihres neuen Jahresprogrammes. Mein herzlicher Dank geht auch an Sie, Herr von Oppenkowski, für Ihr großes Engagement, die Leitung des Schöpfungsprojektes und die musikalische Inszenierung mit dem Chor, sowie an Pfarrerin Barbara Montag, Bischöfin Professor Beate Hoffmann und an alle weiteren Mitwirkenden für die Gestaltung des heutigen Gottesdienstes. Bevor ich Frau Grewe gleich das Wort übergebe, wünsche ich allen heute Anwesenden einen besinnlichen Gottesdienst, ein abwechslungsreiches Jahresprogramm mit informativen Vorträgen, spannenden Diskussionen und einem produktiven Austausch. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin Jakob, sehr geehrter Herr Professor Schalt, sehr geehrte Frau Bischöfin Hofmann, liebe Gemeinde, sage ich mal, mit Blick auf die gut gefüllte Kreuzeskirche. Wir alle an diesen unterschiedlichen Orten, von denen wir herkommen, sind verantwortlich für die Schöpfung. Das führt uns heute hier zusammen. Und auch ich freue mich sehr, dass die Altstadtgemeinde in Kooperation mit dem Forum Kreuzeskirche das Thema in den Mittelpunkt rückt mit Vorträgen, mit Musik, das ganze Jahr. Ein Jahr, das haben wir eben gehört, das natürlich gerade jetzt weltweit von Krieg, von Leid geprägt ist. Ein Jahr, das aber neben Krieg, neben Corona doch auch fortschreitend die Erderwärmung als Herausforderung vor sich hat.
Ein Schöpfungsthema, über das wir reden müssen und angesichts dessen wir auch jetzt handeln müssen. Dass immer mehr Menschen das endlich begreifen, ist meines Erachtens auch ein zentraler Verdienst der Bewegung Fridays for Future. Und wie aktuell und ringend diese Herausforderungen sind, das haben wir da zuletzt in Deutschland, besonders in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz, an der verheerenden Flutkatastrophe erleben müssen. Als evangelische Kirche, als Kirchenkreis gestalten wir genau deshalb in diesem Jahr unsere Sommersynode als Klimasynode. Und wir lassen uns inspirieren durch Best-Practice-Beispiele von Initiativen in unserer Stadt, aber auch von den Gemeinden, die längst im Klimaschutz richtig aktiv unterwegs sind. Und wir werden diese ganze Vielfalt des Themas, die Sie, Frau Jakob, gerade noch erwähnt haben, tatsächlich auch bei der Synode in den Blick nehmen. Sowohl unsere globale Verantwortung für das Weltklima, als auch unseren eigenen konkreten Umgang, zum Beispiel mit den kirchlichen Gebäuden, mit der Mobilität. Wie bewegen wir uns fort? Wie ernähren wir uns? Auf welche Energie setzen wir? Und wo und wie kaufen wir ein? Und wir erinnern uns und andere an den Schutz der Natur als Gottes Schöpfung. Es geht wirklich darum, unseren Glauben ganz konkret und praktisch zu leben. Und ich wünsche mir, dass wir dieses Schöpfungsjahr dazu nutzen, von dem zu sprechen, was uns dabei trägt und was uns Hoffnung gibt. Nämlich die Dankbarkeit für die Fülle, die uns Gott mit seiner Schöpfung schenkt. Und für seine Zusage, dass er diese Erde liebt und erhalten will. Das gibt uns Kraft, immer wieder neu zu beginnen und unsere Verantwortung wahrzunehmen. Und nicht nur von dieser Verantwortung zu reden, sondern konkret zu handeln. Das haben Sie vielleicht in der Zeitung verfolgen können. Das tun wir gerade mit ganz kleinen Aktionen, aber doch sehr konkret. Wir haben als Kirche in Essen, in ganz Essen, in den letzten 3 Wochen 16 große Bäume pflanzen lassen. 8 bis 12 Meter hoch. Wunderschöne Eichen, Linden, Hainbuchen. Und am Tag des Baumes, am 25. April, werden wir dann gemeinsam mit Ihnen, Frau Bürgermeisterin, das Leben dieser Stadtbäume mit einer gemeinsamen Aktion feiern. Und wir werden bekennen, dass die Erde Gott gehört, nicht uns. So wie es in dem Gesangbuchlied heißt, die Erde ist des Herrn, geliehen ist der Stern, auf dem wir leben. Drum sei zum Dienst bereit. Gestundet ist die Zeit, die uns gegeben. Gebrauche deine Kraft, denn wer was Neues schafft, der lässt uns hoffen. Vertraue auf den Geist, der in die Zukunft weist. Gott selbst hält sie offen. Ich wünsche uns einen inspirierenden Gottesdienst. Liebe Festgemeinde, wir feiern heute gemeinsam Gottesdienst im Vertrauen auf Gott, der dieser Schöpfung ihr Gesicht gegeben hat und seinen Atem einhaucht. Im Gedenken an Jesus Christus, der diese Schöpfung durch sein Wort und seine Tat verwandelt und mit der Bitte um den Heiligen Geist, der diese Schöpfung am Leben erhält und uns in seiner Kraft bewahrt. Lassen Sie uns im Wechsel sprechen dem Psalm 104, Lob des Schöpfers. Ich beginne, Sie stimmen ein. Lobe den Herrn, meine Seele. Herr, mein Gott, du bist sehr herrlich. Du breitest den Himmel aus wie einen Teppich, der du das Erdreich gegründet hast auf festen Boden, dass es bleibt immer und ewiglich. Du
lässt Gras wachsen für das Vieh und Saat zu Nutz den Menschen, dass du Brot aus der Erde hervorbringst. Gott gibt den Menschen alles Nötige, sogar mehr als den Vögeln unter dem Himmel. Gott hat uns die Erde gegeben, die uns alles schenkt, was wir brauchen, um bequem leben zu können. Aber wir Menschen nehmen uns die Erde gegenseitig weg, sodass die einen viel und die anderen wenig haben. So zerstören wir die Erde und letztendlich unser Leben. Dabei suchen wir doch nach dem Reich der Geschwisterlichkeit und der Gerechtigkeit, indem wir all das, was uns Gott gibt, gemeinsam nutzen können. Damit dieses Reich Wirklichkeit wird, brauchen wir deine Hilfe, Gott. Deswegen bitten wir dich, Christus, erbarme dich. Uns Vater und Mutter
lässt seine Schöpfung nicht im Stich. Und wir brauchen nicht alles auf einmal ins Reine bringen, mitten in der unfertigen Welt. Wir dürfen auch mal unseren Alltag unterbrechen und ruhen, wie Gott geruht hat. Denn Gott spricht: Ich bin heilig, auch ihr sollt heilig sein. Ehre sei Gott in der Höhe. Sie uns beten und dazu aufstehen, wenn Sie können. Ich will dich rühmen, Gott, wie groß du bist. Pracht und Glanz sind dein Kleid. Licht hüllt dich ein wie ein Mantel. Du spannst den Himmel aus wie ein Zelt. Deine Wohnung hast du hoch über allen Himmeln gebaut. Wolken sind deine Wagen. Auf den Flügeln des Windes fährst du dahin. Du lässt die Winde vor dir laufen, wie Herolde und loderndes Feuer dir dienen. Zuverlässig ist die Erde, auf der wir stehen, du hast sie gegründet. Gott, unendlich reich sind deine Werke. In deiner Weisheit hast du sie alle geschaffen. Die Erde ist voll von deinen Geschöpfen. Sie alle warten auf dich. Doch wenn du dich abwendest, sind sie zerstört. Wenn du den Lebenshauch zurücknimmst, vergehen sie und werden wieder Staub. Schickst du sie aufs Neue hin zu deinem Atem, so entsteht wieder Leben. Du gibst der Erde ein neues Gesicht. Amen.
Die heutige Lesung, Römer 8, die Verse 18 bis 24. Denn ich bin überzeugt, dass dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Denn das ängstliche Harren der Kreatur wartet darauf, dass die Kinder Gottes offenbar werden. Die Schöpfung ist ja unterworfen der Vergänglichkeit, ohne ihren Willen, sondern durch den, der sie unterworfen hat, doch auf Hoffnung. Denn auch die Schöpfung wird frei werden von der Knechtschaft, der Vergänglichkeit zu der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick seufzt und in Wehen liegt. Nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst, die wir den Geist der Erstlingsgabe haben, seufzen in uns selbst und sehnen uns nach der Kindschaft, der Erlösung unseres Leibes. Denn wir sind gerettet auf Hoffnung hin. Die Hoffnung aber, die man sieht, ist nicht Hoffnung, denn wie kann man auf das hoffen, was man sieht? Festgemeinde, lassen Sie uns gemeinsam unseren Glauben bekennen und dazu bitte aufstehen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn. Empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zu Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Lassen Sie uns gemeinsam fröhlich singen: Freuet euch der schönen Erde.
Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Liebe Gemeinde, gleich öffnet sich der Erde Schoß und sie gebiert auf Gottes Wort Geschöpfe jeder Art. Der Titel dieses Gottesdienstes stammt aus einem Rezitativ des Engels Raphael in dem Oratorium Die Schöpfung, vertont von Josef Haydn. Das ganze Oratorium erzählt die Schöpfungsgeschichte aus dem ersten Kapitel der Bibel nach. Es ist eine Hymne auf Gottes Schöpferwirken und eine Hymne auf die Schönheit der Schöpfung. Das passt zum wunderbaren Wetter dieser Tage und dem aufbrechenden Frühling vor unserer Tür. Voller Freude wollen Herz und Seele mitsingen, was die Vögel draußen und die Lieder und Psalmen in diesem Gottesdienst anstimmen. Gottes Lob, dass er uns diese schöne Schöpfung geschenkt hat. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen, der du zeigst deine Hoheit am Himmel. Aber vielleicht geht es ihnen wie mir. Das Lob bleibt etwas im Halse stecken, angesichts der furchtbaren Bilder aus der Ukraine und angesichts dessen, was dort gerade vom Himmel fällt. Und auch der Jubel über das wunderbare Wetter ist gebremst. Zu trocken ist es schon wieder. Zu dringend braucht die Natur Regen und nicht nur Sonnenschein. Und so mischt sich in den Jubel über die Schönheit der Schöpfung die Sorge um ihre Bewahrung. Am letzten Freitag haben die jungen Menschen von Fridays for Future zusammen mit vielen anderen weltweit für mehr Klimaschutz und für mehr Engagement im Vorgehen beim Klimawandel protestiert. Gestern Abend war Earth Hour. Eine Stunde lang wird es weltweit dunkel, an öffentlichen Gebäuden und in Privathaushalten weltweit. Als Zeichen Licht aus für einen friedlichen und lebendigen Planeten. Dabei geht es in diesem Jahr auch darum, auf fossile Energien immer mehr zu verzichten. Dieses Thema beschäftigt uns ja im Moment auch politisch im Blick auf russische Kohle, russisches Gas, russisches Öl. Und es zeigt uns, wie eng Gerechtigkeit, Frieden und die Bewahrung der Schöpfung miteinander verflochten sind. Und mitten in diesen politischen Diskursen feiern wir jetzt einen Festgottesdienst zur Schöpfung. Was hat also unser Glaube mit all dem zu tun? Im Psalm 8, den wir nach dieser Predigt hören werden, heißt es: Du Gott hast den Menschen zum Herrn gemacht über deine Hände Werk. Alles hast du unter seine Füße getan. Dieses Bild vom Menschen als dem Herrn über die Schöpfung, das hat zu einem rücksichtslosen Ausbeuten der Natur geführt. Die verhängnisvolle Interpretation dieses Auftrags hat uns genau die Situation beschert, in der wir jetzt sind. Einen von Menschen gemachten und durch unsere Lebensweise beschleunigten Klimawandel, der das Leben auf diesem Planeten bedroht. Und darum kann ich das Lob der Schöpfung und des Menschen heute nur noch hören, wenn auch die andere Seite zu Gehör kommt. Das Seufzen der Schöpfung. Darum nicht nur Psalm 8, sondern auch Römer 8.
Denn in diesem Wort aus dem Brief des Apostel Paulus an die Gemeinde in Rom im 8. Kapitel kommt genau diese andere Seite zu Gehör. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick mit uns seufzt und sich ängstet. Nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst seufzen in uns und sehnen uns nach der Kindschaft, der Erlösung unseres Leibes. Schon seit über 50 Jahren denken Christinnen und Christen auf der ganzen Welt über unseren Umgang mit unserer Umwelt und die Bewahrung der Schöpfung nach. Sie setzen dieses »Macht euch die Erde untertan« aus dem ersten Kapitel der Bibel in Beziehung zu dem Auftrag aus der zweiten Schöpfungsgeschichte, im zweiten Kapitel der Bibel, dem Bebauen und Bewahren von dem, was Gott geschaffen hat und uns als Lebenswelt geschenkt hat. Viele christliche Initiativen erproben Wege eines klimafreundlichen Lebensstils, entwickeln gute Ideen auf dem Weg zu Klimaneutralität und dem Ringen um die Einhaltung der Klimaziele. Und ich glaube, so langsam dämmert uns jetzt durch den Krieg in der Ukraine und seine Folgen noch einmal ganz drastisch. Wir müssen unseren Lebensstil grundlegend verändern, damit das Leben auf diesem Planeten eine Überlebenschance hat. Die rasante Erwärmung in der Arktis, das veränderte Wetter, die Flutkatastrophen, all das zeigt uns, wir sind schon mittendrin in dieser Veränderung. Vielen Menschen macht das Angst und sie fühlen sich ohnmächtig angesichts dieser Entwicklungen. Die moralischen Appelle, auch der Zorn der jungen Menschen, sie erzeugen Druck und auch ein schlechtes Gewissen. Sie wirken wie ein Stachel im Fleisch in unseren Lebensgewohnheiten. Und ich glaube, das ist notwendig, denn wenn wir unseren Lebenswandel nicht ändern, wird sich der Klimawandel beschleunigen. Und doch ist Druck allein keine gute Motivation, um nachhaltig etwas zu verändern. Die Texte und Lieder dieses Gottesdienstes und des ganzen Themenjahres Schöpfung gehen einen anderen Weg. Sie fragen, in welcher Grundhaltung leben wir eigentlich? Sehen wir uns noch als die Herrinnen und Herren der Schöpfung? Oder haben wir begriffen, dass wir alle Geschöpfe Gottes sind, voneinander abhängig, miteinander seufzend und leidend unter den Folgen unseres Tuns? Haben wir wirklich schon erfasst, wie stark wir vernetzt sind, als Menschen untereinander, aber auch mit allen Geschöpfen, eben als eine Lebensgemeinschaft auf dieser Erde, in diesem einen Haus, dessen Bewahrung wir mühsam lernen. Der heilige Franziskus hat in seinem Sonnengesang von der Schwester Wasser, dem Bruder Feuer und der Schwester Mutter Erde gesungen. In Familienbildern hat er diese Vernetzung und Verknüpfung zwischen uns und allem, was um uns herum lebt, beschrieben. Er hat uns damit gezeigt, wie wir nicht nur verstehen, sondern eben auch entdecken, erspüren können, was es heißt, Schöpfung zu sein. Und ich glaube, genau darum geht es, dass das vom Kopf ins Herz kommt. Das Staunen über diese Schöpfung, aber auch das Erschrecken über ihr Seufzen. Darum soll es in diesem Themenjahr hier in Essen gehen. Wir
in der evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck haben letzten Montag, das war der Tag des Waldes, ein Waldjahr gestartet. Und es ist der Wald ja schon in den Namen eingeschrieben, Waldeck. Und wir sind tatsächlich eine Kirche in einer der waldreichsten Regionen Deutschlands. Und wir leben als Kirche nicht nur im Wald, sondern auch vom Wald. Denn ein Teil dieses Waldes gehört der Kirche und die Einnahmen fließen in unseren landeskirchlichen Haushalt. Wir leben also in, mit und von dem Wald. Und wir sehen am Wald den Klimawandel. Riesige, kahle Flächen haben Sturm, Dürre und Borkenkäfer gerissen. Unser Wald stöhnt. Und so suchen wir zusammen mit unserem Wald nach Wegen, verändert zu leben. Andere Baumarten in guter Mischung pflanzen, andere Bewirtschaftungsregeln entwickeln, vor allem aber einen anderen Blick lernen. Darum geht es. Denn wir haben verstanden, nur was wir schätzen, schützen wir. Und in der Pandemie haben wir noch einmal erlebt, wie wichtig und wohltuend Wald vor der Haustür ist, wo man sich ungefährdet bewegen konnte, auch in den schlimmsten Lockdown-Zeiten. Und darum wollen wir neu lernen, über die Schönheit des Waldes zu staunen und sie lieben zu lernen, sozusagen mit Bruder Buche und Schwester Eiche zu leben. Und wir wollen vom Wald lernen, das heißt nachhaltiges Handeln lernen, einen langen Atem entwickeln. Denn der Wald kann zwar schnell vernichtet werden, aber Wald verjüngen und aufforsten, das dauert lang. 60 bis 80 Jahre braucht eine Eiche, bis sie Eicheln und Samen entwickelt. In den Wäldern in Nordhessen werden gerade viele Eichen gepflanzt, weil sie vermutlich mit den veränderten Klimabedingungen besser zurechtkommen als andere Baumarten. Sie zeigen uns, wie anpassungsfähig auch Wald ist. Aber was wir heute für den Wald tun, davon werden erst Kinder und Kindeskinder profitieren. Und was wir heute aus dem Wald holen, das haben unsere Großeltern ermöglicht. Vom Wald lernen heißt also Vernetzung vieler Lebewesen untereinander lernen, auch im Blick auf zeitliche Vernetzung. Bäume sind übrigens Weltmeister im Vernetzen und in der Kooperation mit anderen Pflanzen und Tieren. Und sie sind die Grundlage für unsere Luft zum Atmen, dafür, dass es kühl ist im Sommer und warm im Winter. Ich will hier jetzt keine Biologiestunde abhalten, keine Sorge. Auch wenn ich gerade viel durch die Begegnung mit Förstern und Forstwissenschaftlern lerne. Aber durch das Wissen um diese komplexen Zusammenhänge, durch das Staunen über die Wunder der Schöpfung und auch ihr Stöhnen, wächst meine Achtung, auch meine Ehrfurcht vor der Schöpfung. Dabei geht es nicht darum, die Schöpfung anzubeten und die Natur zu verehren, sondern es geht darum, Verbundenheit zu entwickeln, mich verbunden zu fühlen mit meinen Mitgeschöpfen. Und das sind eben nicht nur Menschen, sondern Bäume, Pflanzen, Tiere. Wir alle sind Teil dieser von Gott geschaffenen Schöpfungsfamilie. Und wir alle sind Gäste auf dieser Erde. Sie ist uns anvertraut als ein großer Schatz, der uns allen miteinander gehört, der von uns allen bewahrt und gepflegt werden muss. Papst Franziskus hat dazu in seiner bemerkenswerten Enzyklika Laudato Si sehr Grundlegendes gesagt. Und ich finde,
davon können wir in ökumenischer Verbundenheit etwas über diesen spezifisch christlichen Beitrag zum Thema Klimawandel, nämlich eine Spiritualität der Ökologie, lernen. Franziskus sagt, wenn wir uns der Natur und der Umwelt ohne diese Offenheit für das Staunen und das Wundern nähern, wenn wir unsere Beziehung zur Welt nicht mehr in der Sprache der Geschwisterlichkeit und der Schönheit sprechen, dann wird unser Verhalten das des Herrschers, des Konsumenten oder des bloßen Ausbeuters von Ressourcen sein. Dann wird unser Verhalten das von Menschen sein, die unfähig sind, den unmittelbaren Interessen eine Grenze zu setzen. Und genau um dieses Grenzensetzen lernen geht es ja. Wenn wir uns hingegen allem, was existiert, innerlich verbunden fühlen, werden Genügsamkeit und Fürsorge von selbst aufkommen. Und daraus, so sagt der Papst, folgt ein Verzicht darauf, die Wirklichkeit in einen bloßen Gebrauchsgegenstand und ein Objekt der Herrschaft zu verwandeln. Die Schöpfung. Was wird? Werden wir das schaffen? In diesen Tagen wird uns ja sehr drastisch vor Augen geführt, wohin Machtwille, Gier und Herrschaftsansprüche führen. Selten deutlich spüren wir, wie ambivalent unser Menschsein ist. Einerseits streben wir nach Autonomie und andererseits sind wir doch abhängig voneinander weltweit. Einerseits wollen wir frei sein, selbst entscheiden und verantworten. Und andererseits erleben wir, wie wir schuldig werden durch unsere Entscheidungen. Paulus sagt, wir sind Sünder, aber wir wissen, dass wir von Gott angenommen und geliebt werden. Wir sind zwar gerettet, aber auf Hoffnung hin. So hat die Bibel ein realistisches, oft ein skeptisches Menschenbild, glaubt nicht nur an das Gute im Menschen, sondern sieht auch seine Fähigkeit zum Bösen. Aber sie gibt uns auch die Hoffnung mit auf den Weg, diese Kraft trotzdem zu sagen, kleine Schritte zu gehen, immer wieder neu aufzustehen, neu anzufangen, weiterzugehen, die Hoffnung nicht zu verlieren. Heute ist der Sonntag Letare, das kleine Ostern, der Hoffnungsmoment mitten in der Passionszeit. Ein Ausblick darauf, dass die Schöpfung frei werden wird von der Vergänglichkeit hin zur herrlichen Freiheit der Kinder Gottes, zu einem Miteinander ohne Ausbeutung, ohne Leid, ohne Schmerz, ohne Tränen. Mit dieser Hoffnung leben wir. Von dieser Hoffnung angetrieben handeln wir und arbeiten wir an diesem Umlernen und Umkehren zu einem Leben im Einklang mit unseren Mitgeschöpfen und Mitgeschwistern. Und in dieser Haltung können wir auch singen und hören von der Schönheit der Schöpfung, die Gott uns geschenkt hat und die Gott mit uns erhalten will. Und der Friede Gottes, der weiter ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. In deinem Land, in allen Landen weit, 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 in deinem Land, in allen
Liebe Gemeinde, ich möchte Ihnen noch Folgendes zur Kenntnis geben und Sie herzlich einladen. Heute Abend findet hier in der Kreuzeskirche um 18 Uhr die achtsame Abendauszeit statt. Dazu sind Sie herzlich eingeladen zu dem Thema Vertrauen. Ebenfalls herzlich einladen möchte ich Sie zu dem nächsten Orgelstudio hier in der Kreuzeskirche. Dieses findet am 12. April 19 Uhr zu dem Thema Passion, Tod und Auferstehung statt. Die Klingelbeutelsammlung wird erbeten für diakonische Aufgaben in der Gemeinde. Die Ausgangskollekte ist bestimmt für Hilfe für geflüchtete Frauen und Kinder aus der Ukraine im Bereich der Kirchengemeinde Essen-Altstadt, was wir in diesem Zusammenhang auch sehr niedrigschwellig anbieten und leisten können. Herzlichen Dank schon jetzt an Sie für Ihre Großzügigkeit. Die Klingelbeutelsammlung vergangenen Sonntag betrug 53,69 Euro und die Ausgangskollekte am vergangenen Sonntag betrug 102,27 Euro. Lassen Sie uns jetzt gemeinsam singen das Gemeindelied »Wenn ich, o Schöpfer, deine Macht«.
Liebe Gemeinde, lassen Sie uns gemeinsam Fürbitte halten und dazu bitte aufstehen. Gott der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft. Unsere Gedanken und Gebete sind bei den Menschen in der Ukraine und den umliegenden Ländern in ihrer Angst, Not, Verzweiflung. Wir beten auch für alle anderen Regionen der Welt, in denen es Konflikte, Unruhen und Unterdrückung gibt. Wir beten, dass Versöhnung Hass entwaffnet, Frieden Krieg besiegt, Hoffnung Verzweiflung überwindet und dass deine Pläne des Friedens und der Bewahrung der Schöpfung in Erfüllung gehen. Gott, in deiner Barmherzigkeit und Gerechtigkeit, erhöre unser Gebet. Gott, wie zerbrechlich unsere Sicherheiten sind, wie gefährdet unsere Ordnungen, das erleben wir in diesen Tagen. Wer sieht uns mit unseren Hilflosigkeiten und Ängsten? Wie so viele suchen wir Zuflucht bei dir und Schutz, innere Ruhe und einen Grund für unsere Hoffnung und Zuversicht. Wir bringen vor dir unsere Sorgen. Wir bitten dich für die, die um ihr Leben fürchten und die, die sich beharrlich für friedliche Lösungen einsetzen. Wir beten mit den Worten aus Psalm 121. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen, und der dich behütet, schläft nicht. Lass uns die Hoffnung stärken, dass da, wo du bist, Gott, Geschlecht, Hautfarbe und Herkunft nicht mehr zählen. Wo du wirkst, Gott, Menschen und Kulturen in ihrer Verschiedenartigkeit miteinander leben. Wo du bleibst, Gott, Angst, Vorurteile und Hochmut ihre Macht verlieren. Darum lass uns, Gott, immer wieder bei dir sein und mit dir leben. Gott des Lebendigen, deine Kraft, dein Geist sind stärker als aller Tod. Denn du, Gott, heißt uns aufstehen gegen den Tod. Mitten im Leben durch deine Kraft und deinen Geist. Lassen Sie uns gemeinsam beten, wie Jesus auch gebetet hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Das Forum Kreuzeskirche ist ein Forum zur Begegnung von Glaube, Wissenschaft und Kunst. Im Glauben fragen wir danach, was ist richtig und gut? Ethische Fragen. In der Wissenschaft geht es um die Wahrheit. Was ist wahr? Und in der Kunst geht es, wir haben es heute gemerkt, was ist schön? Vor allem geht es aber der Kunst auch darum, den, wie Robert Musil einmal gesagt hat, Möglichkeitssinn zu stärken, nicht das, was ist, wichtiger zu nehmen als das, was noch nicht ist oder nicht ist.
Dieser Festgottesdienst hat uns alle drei Fragestellungen vor Augen geführt. Was ist schön? Heiden, Schütz, die Himmel erzählen. Sie erzählen gerade ganz andere Dinge. Die Wahrheit, die Wissenschaft hat dazu geführt, dass ich sie alle mit Masken sehe. Es wurde erforscht, dass das besser ist. Ja, wir haben aber auch die Forschung, damit ein Vakzin erfunden wurde, um gegen die Pandemie vorzugehen, die heute noch nicht so eine große Rolle spielt. Die Natur schlägt zurück auf das, was wir tun. Wir können sie auch nicht voll erfassen mit der Wissenschaft, auch nicht mit der Kunst, mit dem Glauben. Ich danke allen, die heute mitgewirkt haben, uns deutlich zu machen, dass wir nach der Orientierung suchen gemeinsam, sollten, und zwar in Glaube, in Wissenschaft und Kunst. Danach zu fragen, vielen Dank, Frau Bischöfin, hoffentlich finden wir eine gemeinsame Haltung zu Klima, zu Frieden und Gerechtigkeit. Ganz herzlichen Dank auch Ihnen, Frau Superintendentin. Sie haben ebenso wie die Bürgermeisterin gesagt, machen wir uns die Erde untertan? Ist das der richtige Weg? Fragezeichen. Und ich freue mich sehr, dass die Wissenschaft hier in den nächsten Monaten mit Vorträgen, die insbesondere Herr Ruess uns vermittelt hat von der Universität, diese Fragen nach der Wahrheit, wie ist es denn mit dem Klimawandel, was bedeutet denn der Brexit für uns, dass wir uns damit beschäftigen können? Meine Damen und Herren, als wir im Forum Kreuzeskirche, im Vorstand der Mitgliederversammlung, für die ich hier auch spreche, allen Förderern herzlichen Dank, die Schöpfungsgeschichte und die Schöpfung von Heiden zum Auftrag genommen haben, haben wir nicht geahnt, dass Corona, Krieg und Klima uns in eine solche Unsicherheit bringen, wie wir sie jetzt haben. Ich glaube, dieser Gottesdienst zeigt uns, Zuversicht sollten wir darin finden, dass wir gemeinsam, jeder für sich, aber in der Gemeinschaft eine Haltung entwickeln und danach fragen, welche Werte verbinden uns und welche Werte wollen wir jeden Tag mit uns gemeinschaftlich hier in die Welt tragen. Und deshalb bin ich Ihnen so dankbar, Frau Montag, dass Sie diesen Gottesdienst so wunderbar vorbereitet haben, mitgewirkt haben an diesem Gottesdienst der Kantorei. Und ich wünsche Ihnen allen einen schönen Sonntag mit einer gemeinsamen Haltung. Und dann lade ich Sie ein, mit uns in diesem Jahr weiter zu denken, nachzudenken, zu wirken. Und ich hoffe sehr, dass wir die Schöpfung am Silvesterabend unter etwas anderen Vorzeichen als jetzt hören können. Aber sicher bin ich nicht. Deshalb Zuversicht und Haltung, das ist das, was wir brauchen. Vielen Dank. Und jetzt geht hin in die kommende Zeit, geleitet vom Segen unseres Gottes. Gott segne euch und Gott behüte euch. Gott lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. Amen.